Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute machen wir weiter mit unserer Einweihungsreihe und ich habe es ja schon erwähnt, also Einweihungen heißt eigentlich immer, man macht einen neuen Kanal auf, man kriegt einen Kontakt zu einer neuen Qualität, die man auch in sich trägt bzw. in sich finden kann. Also Einweihung ist ja eine Qualität quasi, zu der man in sich Zugang findet. Also das bedeutet, dass man alles in sich trägt, jede Frequenz in sich trägt und bei einer Einweihung macht man quasi so einen Kanal auf, dass man dann mit dieser Frequenz mehr arbeiten kann oder mehr darauf zugreifen kann. Und heute geht es da jetzt mal so um diese Christusenergie. Und Christus hat jetzt in dem Sinn mal nichts mit der christlichen Religion zu tun, mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern Christus ist ja so ein Symbol eigentlich für jeden Menschen. Also das ist das geliebte Kind, das am Kreuz der Erde leidet. Und so soll Christus eigentlich uns mit unserer Würde, mit unserem Ursprung verbinden. Das heißt, das ist eine sehr stark klärende und erdende Energie, die dich wieder mit deinem Zentrum verbindet. Und so ist auch dieser Spruch, so keiner findet ins Himmelreich als durch mich, so zu interpretieren, dass man sagt, durch diese Qualität, durch diesen Christusanteil in dir, diesen Meisteranteil in dir, verbindest du dich wieder mit deinem Zentrum und bist dann halt einfach klarer und geerdeter. Es wird ja oft mal so Christus so als Bild der göttlichen Liebe dargestellt. Das sehe ich eben nicht so, dass das so eine Herzensenergie ist, sondern wirklich mehr so eine sehr klare, kraftvolle, erdende Energie. Und ja, heute arbeiten wir eben mit dieser Energie, mit dieser Einweihung in die Christusenergie. Wenn du Probleme mit der katholischen Kirche hast oder mit dem christlichen Glauben hast, wenn das irgendwie negativ behaftet ist für dich, dann sieh das einfach mal ganz neutral, so dass du dich so fallen lassen kannst. Also wie gesagt, das hat jetzt nichts mit der Kirche zu tun, aber wenn sich da bei dir schon alles dagegen sträubt, dann kannst du es dir überlegen, ob diese Meditation jetzt passt für dich, denn man kann auch anders diese Kontakte kriegen. Also jetzt nicht glauben, du versäumst jetzt irgendwas, nur weil du jetzt mit der Energie nichts anfangen kannst. Und alle anderen, die jetzt mitmachen wollen, dann wünsche ich dir jetzt mal viel Spaß dabei und eine gute Reise mit dieser kraftvollen Christusenergie. Gut, dann schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und zuallererst beginnt jetzt eine Frequenz in dich einzufließen. Und zwar, das ist so das Bewusstsein, ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin Gott am Nächsten. Ich bin Gott am Nächsten, denn ich bin das geliebte Kind Gottes. Und das bedeutet nicht, dass jemand anderen nicht so nahe dran ist, sondern das aktiviert quasi so diese Christusenergie. Also noch einmal, ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin Gott ganz nahe. Ich bin das geliebte Kind Gottes, ich bin Gott ganz nahe. Ich bin das geliebte Kind Gottes, ich bin Gott ganz nahe. Der Vater ist im Himmel, die Mutter ist die Erde. Der Vater ist im Himmel, die Mutter ist die Erde.
Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Atme jetzt tief ein und wieder aus und spür jetzt mal, was dieser Satz, diese Affirmation mit dir macht. Und nun aktiviert sich diese Christusenergie in dir und löst mal sämtliche Manipulationsenergien, die dich daran hindern, 100%ig in deine göttliche Würde zu kommen, in dein göttliches Licht zu kommen. Alle Manipulationsenergien werden nun aus deinem Feld gelöscht, gelöst, die dich daran hindern, in deine Würde zu kommen, in deine Klarheit zu kommen, in deine Wirklichkeit zu kommen. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin Gott am nächsten. Und in der nächsten Stufe lösen sich sämtliche kindlichen Gedanken und Anschauungen, sämtliche Bilder des großen Vaters und des kleinen Kindes oder der großen Mutter und der kleinen Tochter. All diese Bilder dürfen sich jetzt lösen. Ich bin das geliebte Kind Gottes, ich bin Gott am nächsten. Was bedeutet das? Wo ist dein Ursprung? Fokussiere dich auf deinen Ursprung. Erlaube dir, alle Glaubensmuster, alle Ablenkungen des Alltags hinter dir zu lassen, sämtliche Verwirrungen und Verirrungen der äußeren Welt, und fokussiere dich auf deinen Ursprung. Ich bin das geliebte Kind Gottes, ich bin Gott am nächsten. Und tauch jetzt ganz in diese Christusenergie ein. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Und tauche jetzt in das Licht ein, deines Ursprungs, deines Vaters, in das göttliche Licht. Und in diesem Licht lösen sich jetzt erstmal Verstrickungen der Vergangenheit. In diesem Licht lösen sich Anspannungen und Anstrengungen. In diesem Licht löst sich alles, was den Kontakt zur Christusenergie beeinträchtigt oder kleiner macht. In dir darf nun das Licht des Christus erwachen . Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Ich bin Gott am nächsten. Atme tief ein.
Und wieder aus. Und sämtliche Energien, wo du jetzt kindlich warst, wo du eingeschränkt gewesen bist, all diese Frequenzen werden nun freier und du nimmst zu 100% die Eigenverantwortung an. Du nimmst zu 100% die Verantwortung deiner Inkarnation an. Und alles, was nicht zu dir gehört, darf jetzt abfallen. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, diese Qualität zu integrieren. Und spüre, wie du immer klarer und kraftvoller wirst, je näher du dich deinem Ursprung annäherst, je tiefer du in deine Wirklichkeit sinkst. Weit hinaus über den materiellen Leidensdruck ganz in dein Licht hinein. Und nun fließt über die Christusenergie das Christuslicht die Heilung all deiner Anteile in dich ein, die noch in einem Mangel leben. Die Heilung aller Anteile in dir, die in einem Mangel leben, die im Mangel existieren, werden nun geheilt und wieder integriert. Die verlorenen Söhne und Töchter kommen zu dir zurück. Und du spürst eine Kraft und eine Lebendigkeit. Eine Würde und eine Liebe, die deinem Inneren entspringt und sich auf jede Ebene deines Lebens festsetzt. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre, wie du in dir wächst, wie du über jeden Mangel erwächst, wie du zu 100% in deine Mitte, in deine Kraft, in deine Klarheit kommst. Wie du den Leidensdruck löst und transformierst.
und wie das Christuslicht in dir erwacht. Dieses Licht breitet sich jetzt durch deinen Körper aus, löst weitere Anspannungen. Und dort, wo Heilung hinfließen muss oder soll, fließt sie hin. Du spürst, dass du an einem Punkt ankommst, wo alles gut ist, wo du in deiner Mitte bist, wo du absolut geborgen und getragen bist, wo du Gott am nächsten bist. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und während du das tust, lösen sich auch sämtliche Erwartungen und Verstrickungen auf der zwischenmenschlichen Ebene, die dich vielleicht einschränken. Und du spürst, dass du in dir absolut dankbar, zufrieden und klar bist. Ich bin das geliebte Kind Gottes. Ich bin Gott am nächsten. Der Kanal zu deinem Christuslicht, zur Christusenergie ist jetzt aktiviert und bedanke dich für diesen Kanal und mach dir bewusst, dass du stets mit deinem Christuslicht, diesem Vermittler zwischen dir und dem Göttlichen, dem Ewigen, in Kontakt treten kannst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Spüre, wie du klarer und geerdeter bist, wie du ganz viel Stabilität aus deinem Inneren schöpfst. Und komme jetzt in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl nochmal nach, bedank dich bei der Christusenergie, verabschiede dich von ihr. Aber mach dir bewusst, dass du jederzeit wieder mit der Christusenergie in Kontakt treten kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus, beweg deinen Körper, streck dich durch und komm dann in deinem Tempo wieder in dein Alltagsbewusstsein zurück und öffne deine Augen. Das war also die Einweihung in die Christusenergie, eine mögliche Einweihung in dieses Christuslicht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie es dir gegangen ist mit dieser Meditation. Teil das Video, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und bin schon gespannt auf deine Erfahrungen. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni, bis nächstes Mal. Tschüss.